In diesem Slidecast beschäftigen wir uns mit dem Thema Kostenverläufe. Was werden Sie in diesem Slidecast lernen? Zum einen, welche verschiedenen Kostenarten es geben wird, fixe und variable Kosten. Wie unterscheiden sich fixe und variable Kosten? Welche Verläufe prägen fixe und variable Kosten aus? Und es wird Beispiele zu fixen und variablen Kosten geben. Kosten sind monetär bewerteter Faktorverzehr zur Erstellung einer betrieblichen Leistung. Monetär bedeutet in Geldeinheiten messbar. Beispiele für einen Faktorverzehr wären Güter, wie zum Beispiel Rohstoffe in der Produktion oder Dienstleistungen, die das Unternehmen in Anspruch nimmt, beispielsweise die Dienstleistung eines Steuerberaters. Zum Kostenverlauf der fixen Kosten. An der Ordinate sieht man mit Groß K ausgeprägt die fixen Gesamtkosten. Diese verlaufen horizontal und sind damit unabhängig von der Menge. Ein gutes Beispiel für fixe Kosten sind in dem Zusammenhang Miete. Mieten müssen bezahlt werden, unabhängig von der Auslastung. Wenn wir beispielsweise eine Lagerhalle mieten und diese nicht auslasten mit entsprechenden Materialien, fällt trotzdem die dazugehörige Miete an. Fixe Stückkosten, an der Ordinate bezeichnet mit klein k, haben einen degressiven Kostenverlauf. Das bedeutet, sie sinken mit steigender Menge. Die Berechnung dieser fixen Stückkosten erfolgt wie folgt. Wir haben die gesamten fixen Kosten, die durch die jeweilige Menge geteilt werden und erhalten dadurch die fixen Stückkosten. Ein konkretes Beispiel. Angenommen, wir haben 10.000 Euro monatliche Miete und wir nutzen die beispielhafte Lagerhalle mit einem Stück, dann entfallen auf dieses eine gelagerte Stück 10.000 Euro fixe Stückkosten. Im zweiten Beispiel sehen wir, dass wir wiederum die 10.000 Euro Miete haben. Diese werden aber jetzt entsprechend mit 10.000 Stück genutzt, die Lagerhalle, und wir erhalten pro Stück 1 Euro an fixen Stückkosten. Kommen wir zu linear-variablen Kosten. An der Ordinate mit Groß K variabel dargestellt. Die gesamten variablen Kosten, die hier dargestellt werden, steigen Stück für Stück, linear von unten links nach oben rechts. Beispiele für variable Kosten sind in dem Zusammenhang Materialien, Rohstoffe oder auch Stromkosten, die abhängig sind von der Menge. Je mehr genutzt wird, desto mehr variable Kosten entstehen auch tatsächlich. Auf der Stückkostenebene, hier an der Ordinate dargestellt mit klein k variabel, haben wir einen kontinuierlichen Verlauf, wenn wir Kostenreduktionen zum Beispiel durch Bonifikationen oder Rabatte außen vor lassen. Ein Beispiel hier anhand von Stiften. 50 Cent kostet ein Stift an Material. Das gilt für den ersten, den zweiten, den dritten und den vierten Stift. Das heißt, wir haben hier einen horizontalen Kostenverlauf, der unabhängig von der Menge sich gestaltet. Hier sehen Sie Kostenverläufe im Überblick. Oben links die fixen Kosten, gesamte fixe Kosten, unabhängig von der Menge. Im unteren linken Beispiel die fixen Stückkosten, abhängig von der Menge im entsprechenden degressiven Verlauf. Oben rechts sehen Sie die variablen Gesamtkosten, entsprechend steigend, 50 Cent hochaddiert, 50 Cent 1 Euro, 1,50 Euro 2 Euro. Und dann sehen Sie im unteren rechten Beispiel nochmal die variablen Stückkosten kontinuierlich mit 50 Cent, unabhängig von der entsprechenden Menge. Was haben Sie in diesem Slidecast gelernt? Sie haben die verschiedenen Arten von Kosten, fixe und variable Kosten kennengelernt. Sie haben eine Unterscheidung kennengelernt zwischen fixen und variablen Kosten. Die Kostenverläufe wurden dargestellt und Sie haben jeweils Beispiele für fixe und variable Kosten gesehen.